aber da sind wir in einer Tempelanlage und da fahren wir Richtung Meer. Und überall eigentlich Kinderspielgärten, immerhin ein paar Autos. Aber da war sicher auch schon mehr los gewesen, he? Da gibt es Stände mit Schlapfen. Also. Und Körbe. Und da ist wieder etwas für sich alleine. Und wie man sieht, no action. Schaut mal die Kaffee an und wie schön es... Mann. Aber keine Menschen. Die Krabbe. Ja. Aha, was schauen wir uns an? Schauen wir ein schattiges Plätzchen suchen. Genau. Ja, da sind auf jeden Fall die Ostländer, Parangs. Da schon, da rechts gibt es ein bisschen. Ja, da. Ich gehe an die Beach, schau du dir alles an. Wieder am eigentlich theoretisch schönen Ort. Da ist auch ein Cave, das ist alles noch Samroyat. Aber alles nichts. Keine Menschen. Das schauen wir mal das an. So schön und kein einziger Mensch. Ist alles ausgestorben. Man nicht mittlerweile sollte es wissen, aber es ist gleich immer wieder erstaunlich, wenn man da sieht. Kein Mensch. Also übernatürlich, aber trotzdem. Keine Menschen. Alles ausgestorben. In einer wunderschönen Gegend allerdings. Genau, ein paar Ostländer. So ist gar nichts. Alles leer, alles leer. Please pay for the boat. Ja, ja. Das will ich nur aufnehmen und da das Meer bewundern. Raya Nakhon Cave. Kann man ungefähr schauen. No Drone Zone, also keine Drohne. Einfach nur wunderschön Hundi. Wie hat da ausgesehen, bevor wir gekommen sind oder bevor Corona kam? Könnt ihr euch da vorstellen? Das sind genau die schönen Buchten, die sie immer beschrieben haben, wo wahrscheinlich Hunderttausende von Leuten gewesen sind. Und wie man sieht, jetzt halt, ja, muss man leider sagen, oder ist es schön. Es ist gut, für uns ist es gut. Und dort draussen fährt ein Bötchen. Gut, können wir wieder gehen.